Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder einen neuen Fashion Haul für dich, wie man unschwer an der Kleiderstange und der Position dieser Kamera erkennen kann. Denn ich habe ein bisschen bei Amazon geshoppt und ich habe ein bisschen was von Chiquelle zugeschickt bekommen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich möchte tatsächlich anfangen mit diesem Oberteil. Ihr habt wahrscheinlich in meinem Kleiderschrank ausmisten Video gesehen, dass ich meine liebste türkise Tunika aussortieren musste, weil die sich doch leider in Wohlgefallen aufgelöst hat. Ich habe jetzt doch nach einigem Shoppen diese Bluse gefunden und ich finde sie fast perfekt. Also sie hat leider nicht die Armlänge, die ich bräuchte, aber meine vorige Bluse war ja auch eher eine Dreiviertelbluse, weswegen ich die hier dann auch tatsächlich hochgekrempelt verwenden kann. Und dann sieht sie fast genauso aus. Also das finde ich großartig. Also sie sitzt auch wirklich gut, ne? Sie ist sehr, sehr locker. Und ich blende euch natürlich auch immer die Größe ein, die ich mir bestellt habe. Ich finde die toll. Ich liebe diese Farbe. Ich mag es, wie sie sitzt. Ich fühle mich super locker, fluffig in dieser Bluse. Und finde die echt klasse. Tada! Ich mag die echt, muss ich sagen. Ne? Also die sitzt auch super bequem und jetzt kommen wir mal zum nächsten Teil. Übrigens als Referenz, ich bin 1,73 Meter groß und habe immer ungefähr Kleidergröße 38, bei Hosen eher so 40, aber heute sind wir eigentlich bei den Oberteilen unterwegs. Dass man das einfach mal so einschätzen kann. Hier habe ich mir ein blusenähnliches T-Shirt, sage ich mal, bestellt. Das sitzt tatsächlich lockerer, als ich es gedacht hätte, aber ich finde es auch sehr angenehm. Ich finde die Farbe schön, das ist so ein Petrol, ne? Das mag ich gerne leiden. Für mich hätte es tatsächlich noch etwas mehr hier so taillierter sein können. Genau, aber ansonsten finde ich es an den Achseln auch sehr praktisch, weil es halt nicht diese extrem ausgeschnittenen Achseln hat. Dieses, wie es hier so fällt, finde ich ganz angenehm. Ich mag Rundhals übrigens auch richtig, richtig gerne. Und ich finde es ganz chillig. Kann man gut mit einer Leggings kombinieren, so wie ich es jetzt gerade auch anhabe. So sieht es dann quasi im Gesamten aus, in komplett. Also die Farbe ist wirklich toll, ne? Die gefällt mir. Ist halt auch echt schön lang, ne? Das muss man auch sagen. Der Stoff ist auch tatsächlich super, super angenehm weich. Also das ist ein ganz, ganz toller Stoff. Ich glaube, da ist auch irgendwie Viskose oder sowas mit drin. Jedenfalls fühlt er sich so an. Ich weiß nicht, ob der wirklich so glänzend ist, wie das jetzt in der Kamera wirkt. Würde ich jetzt eher nicht so sagen. Aber es ist ganz gut verarbeitet. Es fühlt sich ganz gut an. Ja. Dieser Pulli von Chiquelle hat doch eben etwas mehr Preis gegeben, als ich es eigentlich wollte. Denn er ist doch relativ durchsichtig. Aber er ist mega, mega angenehm auf der Haut. Er ist super weich. Die Ärmellänge, Leute, die ist ja mal richtig passend. Wie man sieht, oder wie man jetzt Gott sei Dank nicht mehr so intensiv sieht, ist er hier doch dann sehr durchsichtig gewesen. Ich hatte zwar einen nudefarbenen BH an, aber der hatte weiße Applikationen. Den BH zeige ich euch gleich auch nochmal. Das hat leider durchgeschieden. Jetzt habe ich mir einfach so ein nudefarbenes Bustier drunter gezogen und da passt das jetzt ein bisschen besser. Das war gerade echt kurz so ein kleiner Fail. Aber ansonsten sitzt es sehr, sehr locker, ja, definitiv, aber ich finde es angenehm. Es ist super angenehm vom Stoff her, also nicht Viskose oder sowas, aber es fühlt sich so weich an. Das ist super angenehm auf der Haut. Also das ist ein tolles Teil. Da kannst du entweder so eine Kette, so eine zarte wie hier jetzt drunter, drüber tragen oder halt so eine lange, mega. Und jetzt sieht man das auch nochmal von Weitem in komplett. Ich finde das auch von der Länge her super, super angenehm. Ob man das jetzt zu Hause trägt zum Chillen oder ob ich das im Büro anziehe, so Richtung Frühling, Herbst, Winter. Ich fühle mich damit auf jeden Fall ganz gut. Oder wenn du zum Beispiel irgendwo zum Grillen bist und ein Kleidchen anhast, dass du dir dieses Oberteil so zum Überwurf mitnimmst. Übrigens, ab heute gibt es für euch ein bisschen Rabatt bei Chiquelle. Für, ich glaube, 5 Tage müsste der Code gültig sein, den ich euch hier mal einblende. Dann bekommt ihr ein bisschen Rabatt, wenn ihr dort ein bisschen
stöbern und nachshoppen möchtet. Sofern ich die Teile finde, verlinke ich die natürlich auch. Ne? Hier haben wir jetzt eine Bluse von Chiquelle, die theoretisch einen sehr tiefen Ausschnitt hätte, wenn ich jetzt nicht irgendwie dieses Bustier drunter ziehen würde. Die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist ein schönes Grün. Die steht mir eigentlich auch wohl, würde ich sagen. Ja, doch. Ist ein bisschen sehr fraulich, aber ich mag das gerne leiden. So im Büro kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber ich muss safe auf jeden Fall hier was drunter ziehen, weil ansonsten ist das, weil das hier auch sehr, ne? Ja, moin. Aber wir sind ja unter uns hier. Auf jeden Fall mag ich diesen Schnitt. Ich habe auch schon so eine ähnliche Bluse von Chiquelle. Deswegen, ne, das mag ich gerne. Ich mag dieses Stöfchen, wenn das hier so ein bisschen auseinander geht. Das kann man tatsächlich auch zu so einer Leggings sehr gut tragen. Und ich finde auch zu dieser Leggings, weil die noch so einen leichten Grünstich mit drin hat. Das sieht sogar zusammen richtig gut aus. Das, was ich immer ein bisschen schwierig finde, sind hier diese Ärmelchen. Weil, ja, ich habe halt keine Ärmchen. Ich habe Arme und das ist dann doch manchmal etwas eng, wie man hier auch sieht. Man könnte theoretisch hier auch so einen Druckknopf oder sowas dran nähen, dass man halt quasi, wenn man es im Büro anzieht, ne, dass das nicht ganz so offenherzig ist. Aber an und für sich, das ist eine schöne Geschichte und es gefällt mir auch wohl ganz gut. Doch, muss ich sagen, ne? Also fühlt sich gut an, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich auch einigermaßen schick damit, also doch, ne? Aber hier fällt das jetzt gerade ein bisschen komisch. Ich benutze jetzt auch das Kameradisplay so ein bisschen als Spiegel. Ja, weiß ich noch nicht. Also ich denke, ich werde das mal ein paar Mal tragen, um einfach zu gucken, wie ich mich damit so fühle. Aber ich habe ja auch so T-Shirts, die ich hier so theoretisch drunter ziehen könnte, die hier so einen Ausschnitt haben, ne? Sodass man das dann quasi so ein bisschen hochgeschlossen hat. Mal gucken. Ich trage übrigens schon die ganze Zeit Schuhe, die ich mir auch bei Amazon bestellt habe. Zieh mal einen aus. Das sind so Barfußschuhe. Ich finde die total großartig. Meine Freundin hat mir die empfohlen. Wir hatten beim Mädels-Chat bei unseren Zuckerpuppen über irgendwie über irgendwas gesprochen und dann kam das Thema auf Barfußschuhe und da habe ich mich irgendwie drüber beömmelt und gesagt, hey, Barfußschuhe, und dann hat sie mir einen Link geschickt auf Amazon und die haben mir, glaube ich, nicht so gut gefallen, weil die halt vorne dieses Kroko-Optik-Gedöns haben. Das hast du bei diesen Barfußschuhen nämlich auch manchmal. Und dann habe ich mir die hier rausgesucht und die finde ich echt klasse. Die waren auch preislich erschwinglich. Ich habe sie jetzt auch schon ein bisschen länger und öfter getragen. Ich glaube, die ganze Woche schon jetzt getragen, auch auf der Firma. Das Ding ist, dass du hier so ein bisschen Löcher drin hast, weil das sind eigentlich tatsächlich Barfußschuhe, Schrägstrich, so ein bisschen Wasserschuhe. Also die kannst du halt auch, damit kannst du schwimmen gehen, ne? Wenn du irgendwo in einer steinigen Region bist und so auf Kreta zum Beispiel. Da hast du ja keine Sandstrände, sondern vornehmlich Steinstrände. Da waren wir, als ich ein Kind war, mal im Urlaub und da hatten wir halt auch immer solche Schwimmschuhe an. Aber das hier ist natürlich deutlich schicker als die Schwimmschuhe, die man damals so hatte. Die hier sind vor allem super bequem. Habe ich natürlich Größe 41, ne? Ist hier so eine rausnehmbare Einlage, die halt auch so mega geil luftdurchlässig ist. Natürlich auch Feuchtigkeit durchlässig, das heißt, man muss aufpassen, wenn es halt regnet. Aber wenn es regnet, ziehe ich mir keine Barfußschuhe an. Da gehe ich auch barfuß rein. Ich ziehe mir nicht immer Füßlinge da drin an, tatsächlich. Also ich habe jetzt ja auch gerade Nackefußis. Und ich finde die toll. Ich finde die super bequem. Die haben halt hier auch so ein Mechanismus, dass man das so zuziehen kann, ne? Also dass man reinschlüpft und zu. Für Leute, die nicht so gerne Schuhband binden, Schuhe zu binden. Und du kannst halt super einfach rein und raus schlüpfen. Ich finde die bequem, die gibt es natürlich auch noch in anderen Farben, aber ich hatte Bock auf diese knallige Farbe, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn du dir schon mal so verrückte Schuhe holst, dann auch in so einer Farbe. Ja, wie zeige ich euch das jetzt am schlausten? Wow. Ohne umzufallen am besten. So sehen die angezogen aus. Genau. Also die sind vor allem so mega flexibel, ne? Auch die Sohle, die kannst du, ich kann nicht gezeigt, ne? Die kannst du so zusammenknautschen. Das ist total cool. Und dementsprechend hast du halt echt, ich weiß nicht, ich finde das für meinen Rücken auch angenehmer. Und ja, bewege mich da gerne drin. Und deswegen mag ich die sehr gerne. Das noch als kleiner Tipp am Rande. Wir wollen ja tatsächlich auch mehr Sport machen, mein Freund und ich, beziehungsweise wir wollen uns mehr bewegen. Und Chiquelle hat auch Sportswear. Und da haben die zum Beispiel dieses Shirt rausgebracht, was ich super cool finde. Also ich stelle mir mich vor, wie ich da stehe. Mit einem Sportshirt, darunter ein Sport-BH, dann eine Sporthose an und wie ich mit meinen Sportschuhen, habt ihr das Knacken gehört? Das war meine Hüfte. Ich bin im knackigen Alter. Wie ich dann mega eskalativ Sport mache.
Zum Beispiel kann ich hiermit mega gut Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, wie man Fahrrad fährt. Ich habe seit Jahren kein Fahrrad mehr. Oder ich könnte damit mega gut wandern gehen oder Yoga machen oder keine Ahnung. Aber das ist halt so ein schönes Sportshirt, was so ein bisschen kürzer auch ist. Weil du hast ja diese, ist das bei dieser Leggings, die ich euch auch unten verlinken kann von Amazon, ist es ja so, dass die auch sowieso höher geschnitten sind. Und dann hast du auch mehr Bewegungsfreiheit. Ich meine, du hast dann irgendwann Bauch frei, aber dann wird vielleicht der Bauch auch mal braun. Das ist doch mal eine Challenge, oder? Deswegen habe ich auch, ich kann immer so alle 2 Monate ungefähr, schreibe ich mit den netten Leuten von Chiquelle, die mich dann fragen, ob ich irgendwas cool finde, dann schicke ich denen so 10 Links oder so und dann suchen die sich da 4 Teile ungefähr raus, die mir dann zuschicken, wo die einfach meinen, dass es aktuell zu mir passen würde. Und die sind dann halt auch aktuell der Ansicht, dass Sport zu mir passen würde. Ich finde dieses mega cool. Es sieht, glaube ich, auch super witzig aus, wenn du braun wirst und halt hier braun wirst und das andere ist dann quasi weiß, weil da ein T-Shirt drüber war. Aber ich finde das fancy. Das macht das Shirt halt nochmal so richtig cool. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das Turtleneck oder so? Ich glaube schon, ne? Vom Stoff her ist das Oberteil auch wirklich angenehm. Also es fühlt sich schön an. Das ist so gerippt, ne? Das sieht gut aus. Die Ärmchen sind auch schön. Also dieser Ausschnitt, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das sieht toll aus, ne? Also ich fühle mich definitiv jetzt gerade sportlich, wie ich hier stehe. Mit diesen sportlichen Wanderschuhen, / Schwimmschuhe, / Barfußschuhe. Dann dieses fancy T-Shirt. Diese Leggings, die eigentlich, glaube ich, auch irgendwie eine Sport- oder Yoga-Leggings sein soll. Das klappt total lässig, Leute. Das ist ein bisschen merkwürdig mit mir, aber ihr wisst das. Ne? Ja. Mir gefällt das auf jeden Fall. Doch, kann ich mir gut vorstellen, damit schön zu radeln, ne? Schon cool. Habe ich direkt das gelbe Trikot an. Läuft bei mir. Und wenn man dann fertig mit dem Sport ist und fertig mit der Welt, kann man sich diesen mega geilen Cardigan überwerfen. Darin habe ich mich verliebt. Den hatten die auch in verschiedenen Farben. Aber lila finde ich extrem cool. Das sind so lange Arme. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Dass die Arme quasi jetzt nicht so gerade gehen, ne? Sondern dass die so schräg runtergehen. Das ist so chill hoch 5 Milliarden. Es ist tatsächlich auch ein bisschen durchsichtig, aber für so einen Grillabend bei Freunden oder Familie oder chilliger Sommerabend und du bist auf der Terrasse, hast den ganzen Tag nur ein Kleidchen angehabt und willst dir eben was überwerfen, dafür ist das gut. Oder wenn ich zum Büro fahre und ein Kleidchen anziehen möchte, aber nur irgendwas Leichtes überwerfen möchte für morgens, wenn die Sonne halt noch nicht so knallt, ne? Das ist auch mega optimal. Sieht halt super, super chillig aus. Passt nicht so wirklich mit dem T-Shirt, ne? Nee, aber ich mag das gerne leiden. Darunter halt, wie gesagt, so ein Kleid oder ein Top oder sowas. Das finde ich schick. Ich mag ja sowieso solche Cardigans, ne? Auch wenn die so ein bisschen länger sind. Und vor allem ist es hier vorne ein bisschen länger und hinten ein bisschen kürzer. Das mag ich gerne leiden. Das ist auch voll meins. Das mag ich echt gerne. Heißt das nicht Fledermausärmel? Passt auf jeden Fall. Also mir gefällt der Cardigan volle Elle. Wie gesagt, den gibt es auch noch in anderen Farben. Auch in so einem Türkisgrün habe ich den da auch gesehen. Aber lila finde ich gerade auch sehr, sehr passend. Was ich übrigens mir eben drunter gezogen habe, ist eins von diesen Dingern. Die kann man auch auf Amazon kaufen. Ich habe die im 4er-Set bestellt. Das gibt es, ja, da hast du halt alle Farben. Ne? Das ist weiß, dann so ein Taub, schwarz und halt dieses Hautfarben, ne? Das ist da auch mit drin. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Also wie gesagt, ich habe es angezogen. Du hast in diesen Viechern drin so eine Tasche. Und da habe ich direkt das Innenleben rausgeholt eben. Weil du da so Einleger für Anti-Nippel oder für Push-Up hast, so ein bisschen. Das ist nur ganz leicht. Aber ja, das ist ja auch an den Seiten so merkwürdig. Ich habe dadurch halt sehr zusammengepresste Hubis gehabt. Tütentitten sage ich da gerne zu, ne? Merkwürdige Bezeichnung, aber das schneidet so bei mir in das Fleisch ein, vor allem oben, sodass es quasi so eine Kante gibt und das hat nicht schön ausgesehen, deswegen habe ich das einfach rausgenommen, deswegen super praktisch, dass man es rausnehmen kann. Und wie gesagt, das gibt es halt im 4er-Set und das habe ich mir einfach für genau solche Geschichten geholt zum Drunterziehen, wenn man halt einen zu tiefen Ausschnitt hat oder so und ja, einfach so ein bisschen das Ganze unsichtbar machen möchte. Ich habe nämlich letztens ein Video gesehen von, Name vergessen, blonde YouTuberin. Es gibt so viele blonde YouTuberinnen.
Habe ich auf jeden Fall vergessen. Und da habe ich das Video gesehen und die hatte so verschiedene BHs vorgestellt. Und dann habe ich direkt einige nachgeshoppt, beziehungsweise mir auch eigene geholt. Ich habe zum Beispiel die Marke Iris and Lily bei meinem Shopping-Gedöns gefunden, was so ein bisschen ein Dupe zu Wonderbra sein soll. Ich habe ein Wonderbra, also den Wonderbra, ich weiß nicht, wie man das sagt, die halt so ganz tief ausgeschnitten sind. Ne? Sieht ganz merkwürdig aus, wenn man das Ding nur so sieht, aber wenn man es anzieht, dann weiß man ganz genau, was das Ding machen soll, nämlich einen tiefen Ausschnitt und trotzdem alles an Ort und Stelle halten. Auf jeden Fall habe ich dann bei meiner Recherche den ein oder anderen schönen BH gefunden, unter anderem diesen hier. Das ist so ein super Push-Up, heißt, der hat hier richtig krasse Push-Up-Viecher drin. Also, der ist selbst mir, ich habe eine reguläre 75B, ist er mir ein bisschen zu klein sogar. Aber dennoch erfüllt er seinen Effekt. Ich habe den ganz zu Anfang des Videos auch getragen. Er macht schon ein schönes Hoopie-Kram und schönes Dekolleté und so. Und was er vor allem hat, was ich schön finde, ist dieses Kreuzvieh. Das mag ich mega gerne leiden. Einziges Manko bei ihm ist halt, dass er nicht komplett unsichtbar ist durch die Spitze, die er nun mal hat. Und dadurch, dass hinter der Spitze halt auch was Dunkles ist, ist er dann doch nicht ganz unsichtbar. Ne? Aber es ist ein super bequemer, schöner BH. Der macht leicht Tütentitten, da muss man halt aufpassen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine schöne Geschichte. Ne? Also jeder, der schon mal zum Beispiel von H&M, die haben ja auch diese super Push-Up-BHs. Ne? Wer die schon mal hatte, der weiß ganz genau, warum das halt so Kram macht, weswegen es so komisch aussieht. Denn wird ja alle hin und her gepresst durch dieses Kram. Ne? Aber na, super angenehm sind die Seitendinger. Also das schneidet überhaupt nicht bei mir ins Fleisch ein. Das ist super, super angenehm. Übrigens, der Kleiderbügel ist auch von Amazon, wen es interessiert. Super toller Samtbügel habe ich jetzt extra geholt für die Videos. Für generell für Fashionholz und so, dass ich hier so ein paar schwarze Kleiderbügel habe, die ich auch nicht in meinen Kleiderschrank reinmopse, weil das würde auffallen. Ja, genau, den finde ich gut. Ein weiterer BH von Iris and Lily ist dieser hier. Den fand ich einfach von seiner Schnittform sehr, sehr schön. Das ist auch ein super Push-Up. Der macht aber ein schönes Dekolleté. Ich finde den hier einfach so schön geschnitten. Dieses, ich weiß nicht, das sieht so elegant aus, ne? Den kann ich natürlich jetzt nicht anziehen, versteht sich von selbst. Und auch der ist an den Seiten so mega weich geschnitten. Das, also dieser ganz weiche Stoff, das ist nicht einfach nur, ne, wie das bei manch anderen BHs ist. Es ist halt super, super angenehm. Der sitzt gut, der fühlt sich schön an. Und dadurch, dass der halt diese Hautfarbengeschichte hat, ist der auch unter solcher Kleidung zum Beispiel unsichtbar. Und das ist mir einfach mittlerweile wichtiger, als dass ich einen exorbitant krassen Push-Up-BH habe mit mega krasser Spitze und mega krassen Details. Also da habe ich lieber etwas, was halt auch irgendwo bequem ist. Ist und alles an Ort und Stelle hält und unsichtbar ist. Aber auch das hier ist halt ein super Push-Up. Ne? Du machst dir trotzdem da ein schönes Dekolleté mit. Diesen BH von Iris and Lily habe ich vor jetzt 3 Tage hintereinander getragen tatsächlich. Heidenai ist der bequem. Ich habe so einen ähnlichen von Esprit letztens geholt, als ich mit meiner Mama shoppen war. Der ist aber ohne Push-Up-Effekt. Dieser hier hat keinen Bügel, aber er hat einen ordentlichen Push-Up hier drin. Das ist nicht zu viel, das ist einfach nur ein bisschen Push-Up. Also ein bisschen ist gut, das ist schon so viel. Ja. Der macht dir ein echt schönes Dekolleté, weil du auch schön tief ausgeschnittene Sachen damit anziehen kannst. Und ne, man sieht es hier, ist es relativ tief. Und er hält alles an Ort und Stelle. Er ist super weich und angenehm. Also diese Spitze hier an der Seite ist es halt genau wie bei den ganzen BHs von Iris und Lily, dieses Verstärkte. Hier drunter nochmal die Spitze. Da hast du am Ende des Tages überhaupt keine Abdrücke unter den Achseln mit diesem, ne, Kram. Ich finde den einfach bequem, angenehm, schön, ja, und dennoch irgendwie praktikabel. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass das hier auch von den BHs, die ich mir jetzt gekauft habe, der ist, der mir am allerbesten gefällt und der mein Liebling werden wird. Ja, aber, jo, es ist halt pragmatisch und doch irgendwie nice, ne? Wegen der Spitze und so. Auch das ist einer ohne Bügel. Das finde ich einfach in letzter Zeit total bequem. Einfach ein BH ohne Bügel. Leute, warum habe ich mir die vorher nie gekauft? Das ist so angenehm. Der ist jetzt aber ein bisschen verspielter. Das ist tatsächlich, ja, einer, der jetzt nicht nur praktisch ist, sondern halt auch wirklich schön. Wegen dem Schwarzen, dann hast du die Spitze und so. Du hast hier genau wie bei dem anderen eben auch halt einen Push-Up mit drin. Also im Prinzip ist der genauso geschnitten wie der von eben, nur dass die Spitze hier nicht drunter ist, sondern jetzt hier drauf und dass das Ding einfach schwarz ist. Ja.
Und den finde ich auch super, super schick. Vor allem, weil der hier auch diese Details hat. Also das ist halt auch ein BH, den man so ein bisschen sehen darf, ne? Also wenn man zum Beispiel so ein leicht durchsichtiges Oberteil anhat, wie zum Beispiel das von Chiquelle, was ich eben gezeigt habe, und sich in der Freizeit bewegt, kann man das auch definitiv so drunter tragen, wenn man das möchte, ne? Dass man das einfach sieht. Und auch der hält alles an Ort und Stelle und macht ein schönes Dekolleté. Also das muss ich wirklich sagen, der ist total klasse und gleichzeitig auch super bequem. Und das war er nun, mein Haul von Chiquelle und von Amazon. Ja, doch, da sind einige schöne neue Teile bei mir eingezogen, die jetzt gleich direkt in die Waschmaschine wandern werden. Und da freue ich mich drauf, die in den nächsten Tagen schon zu tragen. Und ja, es hängt nämlich schon alles hier ein bisschen länger rum und hat nur darauf gewartet, dass ich jetzt endlich das Video drehe. Ihr Lieben, denkt auf jeden Fall dran, dass jetzt ab heute 5 Tage lang der Gutscheincode auf Chiquelle aktiv ist. Und noch was? Habe ich euch erstmal alles gezeigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!